Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zum ersten Road to Slam für Graz. Ein historisches Ereignis auch für mich. Und wer weiß nicht, was ein Poetry Slam ist? Bitte mal jetzt kurz melden oder die Halme heben. Gramigos, 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 ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir haben uns versammelt, um Großes zu vollbringen, um uns von unserem Joch zu befreien. Jeder, der hier ist, weiß, wir haben viele Feinde. Ob es nur die Kühe oder Pferde sind, die uns fressen und in Demütigung mit ihrem Kot beschmutzen und Dummeln, die uns als Landeplatz benutzen. Doch diese Gefahren, wie ihr alle wisst, sind nichts im Vergleich zum Menschen. Der Mensch, der den Rasenmäher und die Gartenschere erfunden hat, uns klein zu halten, weil er Angst vor unserer wahren Größe hat. Der Mensch, der uns mit Füßen tritt und uns für Fußball und Spaziergänge anschließend im Picknick tötet. Der Mensch, der aus unseren Leichen Kleider macht, nur um seine Schaden zu bedecken. Der Mensch, der Kunstrasenklone fertigt, weil das normale Gras nicht mehr genug ist. Vergesst nie diese Bilder. Nehmt sie als Antrieb. Lasst die Wut in euch aufsteuern und nutzt sie, um Mut zu fassen und Willen zu stärken. Ich sehe in eurer Seele und ich sehe, ihr werdet nie aufgeben. Wir kämpfen gegen die Vernichtung, für sauberes Wasser und für die freie Entfaltung der Wurzeln. Die Freiheit, Grund, dass wir hier alle versammelt sind, wie Brüder in den Halmen liegen. Und deshalb erhebet eure Stimmen, dass unsere Feinde erzittern. Gebt das Gras frei! Gebt das Gras frei! Dankeschön! Das Rauschen der Halme in seinen Ohren deutete ihm schon vor dem Öffnen seiner Augen an, dass raues Wetter herrschte. Aber es war keine echte Überraschung gewesen. Bereits als er kurz vor Sonnenaufgang das Ruder an die Letzten der Nachtwache übergeben hatte, war der Himmel tief wolkenverhangen und der Wind trieb sie über das Dunkel wie ein verwirrter Schäferhund. An Deck herrschte dasselbe aufgeregte Stimmung wie jeden Morgen. Zwischen den Schichten entwickelten sich die kurzen, routinierten Gespräche, wie sie immer zwischen Männern entstanden, die sich nach einer Mütze schlafen und etwas zwischen die Zähne sehnten. Das Leben an Bord eines Grasklippers war hart und das Leben an Bord der Schiffblatt zählte zu den härtesten zwischen den zwei Kontinenten. Denn die Schiffblatt war ein Schiff, ein Schaffänger. Hier draußen in den Untiefen des Rieds wuchsen die Biester mit unglaublicher Geschwindigkeit. Und die Könige von Nord- und Südland hatten sich in den frühen Jahren der interkontinentalen Schifffahrt viele Handelsschiffe in Ässpalten verloren. Denn Schafe wuchsen ständig, je länger sie fraßen. Zu seinem Glück und Unglück äste das Tier weiter und er blieb an einem großen Stück Riedgras hängen. Doch die Halmenblätter waren scharf wie Messer. Und trennten ihn so von seinen Beinen. Irgendwie gelang es ihm, sich wieder auf eines der Beiboote zu kriechen. Und in einem Moment zwischen Wahn und Nahen der Ohnmacht verfluchte er den Witter und schwor ihm tödliche Rache. Du wirst sterben, Moppeldick, du wirst sterben. So wahr ich hier stehe, schrie er in den Sturm und verlor danach sein Bewusstsein. Das war die Geschichte von Ahab, dem Schäfer, und wie er sein Bein verlor. Und wenn du nächste Nacht brav bist, erzähle ich dir den zweiten Teil. Tschüss. So they turned to negative energy and wandering to the stands as emotion like hatred and aggression. Of course, there are the greenkeepers who immediately repair any major damage. But be careful. Those men are the worst of the sadists. Whenever a lawn starts to unfold, they cut it down with their huge and noisy machines. Why? I will never understand that everything has to be exactly uniform. I don't want to have only parks with millions of blades of exactly the same type and the same length. I need a natural environment with diversity. Diversity in measure, size,
color, species, population. Without diversity of grass, there will be no diversity of insects, of birds, of cattle, of wildlife. And in the end, no diversity of food for us humans. Do we really want this? Do we really want this? Dankeschön. Noch dunkel und ich sitze in diesem kleinen Auto und fahre mitten in die Landschaft hinein. Nur die zwei Scheinwerfer meines Autos strahlen irgendwo in die Natur rein und irgendwelches Viechzeug knallt gegen die Scheinwerfer. Eigentlich will ich noch schlafen, um diese Zeit mitten in die Natur zu fahren. Natur. Ich kann mit Natur nichts anfangen. Ich komme aus einer Großstadt. Und einen Garten habe ich mir bei den Preisen sowieso noch nie leisten können. Ich bin alt geworden, es ist das Jahr 2050. Die 70 habe ich geschafft. Aber ich hätte wohl was zur Seite legen sollen. Das Gesundheitssystem war ja absehbar. Und ich bin nicht privat versichert. Mein Körper ist zerfressen von Krebs. Was gerade aktuell befallen ist, weiß ich nicht. Beim Arzt war ich ja schon seit Monaten nicht mehr. Medikamente natürlich auch viel zu teuer, selbst die auf dem Schwarzmarkt. Und so fahre ich hinaus auf diese Wiese mitten in diesem Dorf, in das ich nie freiwillig fahren würde. Wo dann dieses kleine Wäldchen kommt, mit diesen von mir selbst angelegten kleinen Plantage. Wo ich wenigstens ein bisschen illegales Gras anpflanze, um meine Schmerzen zu stillen. Und da muss ich dann immer zu solchen komischen Zeiten. Amy lag auf ihrem nach Moder riechenden Moosbett. Der Blütenstaub des letzten Freiers klebte noch auf ihrem Körper. Amy war Grasdetuierte, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Seit Jahren hing sie an der Tannennadel. Der Zahn der Zeit nagte auch an ihr. Innerlich war sie schon tot wie Heu. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis in die ewigen Kompostiergründe eingehen würde. Felix Kaden! Dankeschön. Ich freue mich echt total geil und total geiles Bild und danke, dass ich nochmal hier stehen darf vor den Milliarden von Zuschauern. Und